Ja, Barbar, schon einen wunderschönen guten Abend an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns heute wieder hier auf Jeddah TV bei dem Format Jeddah Focus zuschauen. Auch heute sind wir wieder mit euch mit einem sehr spannenden, informativen Thema. In diesem Zusammenhang haben wir wieder einen Studiogast bei uns. Dieses Mal geht es wieder um das Thema Frauen. Und zwar geht es dieses Mal um die Stiftung der freien Frauen in Rojava, die hauptsächlich natürlich in Rojava aktiv ist, aber auch bedingt durch die große Flucht der Menschen aus Rojava und auch die familiären Strukturen und auch die internationale Solidarität auch hier in Europa, vor allem auch in Deutschland vertreten ist. In diesem Zusammenhang heiße ich herzlich willkommen unseren Studiogast heute hier bei Jeddah Focus, Maike Nack, als eine Europavertreterin dieser Stiftung. Schön, dass du da bist und wir freuen uns, heute ein bisschen mehr von eurer Stiftung zu hören. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich würde vorschlagen, stell dich doch erstmal vor und dann auch gerne dann tiefgründiger auf die Stiftung. Mhm. Ich erzähle am besten auch ein bisschen, wie ich zur Stiftung gekommen bin. Ich habe natürlich lange in Europa Solidaritätsarbeit für die kurdischen Menschen gemacht. Wir haben miteinander gelebt, miteinander hier auch sind auf die Straße gegangen, haben miteinander gekämpft. Insbesondere die Frauenbewegung habe ich sehr früh kennengelernt. Also für in 2004, 2005, 2006 habe ich die ersten Kontakte zu kurdischen Menschen gehabt in Hamburg. Und ich fand tatsächlich dieses Auftreten von kurdischen Menschen, insbesondere von den Frauen hier in Europa, auch immer sehr beeindruckend, weil ein sehr großes Bewusstsein für die eigene Identität und damit eben auch eine Ansprache an andere Menschen vorhanden war. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Ich habe dann eine ganze Zeit lang mitgearbeitet im Frauenrat in Hamburg, dann später bei der Frauenbegegnungsstätte Utamara. Und hatte gemerkt, ich kann die Sprache noch nicht, ich kann mich nicht richtig verständigen und würde eben auch gerne die Heimat der Kurdinnen besser kennenlernen und wollte dann gerne nach Kurdistan gehen, eine Zeit lang, um sowohl die Sprache kennenzulernen, als auch die Situation vor Ort besser kennenzulernen. Daraufhin bin ich dann ins Camp Mahmur, habe dort die kurdische Sprache gelernt, mit Frauen, die teilweise 30, 40, 50, 60 Jahre alt waren und zum ersten Mal Lesen und Schreiben gelernt haben. Das war sehr eindrucksvoll. Lesen und Schreiben war für mich nicht so eine große Schwierigkeit, aber sie haben mir dann halt auch die ganzen Wörter erklärt, was bedeutet. Das war sehr liebevoll und dann später, als die Revolution in Rojava losging, habe ich mich eben auch dazu entschieden, nach Rojava zu gehen, oder es wurde mir vorgeschlagen und ich habe das natürlich dankend angenommen. So mittendrin zu sein, ist natürlich etwas sehr Schönes. Habe dann in Rojava die Stiftung kennengelernt. Die wurde gerade einen Monat, bevor ich nach Rojava gekommen bin, gegründet, also am 1. September 2014. Und ich bin dann im Prinzip direkt eingestiegen in die Arbeiten der Stiftung und habe die Stiftung auch eben mit aufgebaut. Mhm. Das war ein sehr schönes Erlebnis, weil es tatsächlich eine sehr spannende Arbeit ist, eine sehr umfangreiche Arbeit ist, die da passiert. Und wenn man die Möglichkeit hat, so Projekte ganz neu mit aufzubauen, gibt es natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist schön. Das ist so mein Weg, wie ich erstmal zur Stiftung gekommen bin. Der Vorteil, den du da hattest, vor allem im Camp, im geflüchteten Camp Mahmur, ist, dass die meisten Kurden aus dem Camp ursprünglich aus Nordkurdistan sind und vor allem aus Botan. Das heißt, da war es ja relativ einfach, auch die Sprache zu lernen, Kurdisch zu lernen. Die sprechen relativ gutes Kurdisch, sauberes Kurdisch. Und es fällt natürlich dann einfacher, dort zu lernen. Genau, ja. Also das war auch sehr spannend. Also weil ich habe dann schon natürlich die ersten Erfahrungen auch mit kurdischer Gesellschaft oder also vorher schon in Europa natürlich, insbesondere auch als Frauenaktivistin habe ich in Europa viel die Möglichkeit gehabt, die kurdische Gesellschaft kennenzulernen, die Kämpfe, die sie mit ihrer eigenen Gesellschaft führt, auch die Schwierigkeiten, die es gab. Also
Gerade bei Utamara sind natürlich viele sowohl also das Thema der Selbstorganisierung von Frauen, wie kann eben auch eine Verteidigung als Gesellschaft von Frauen stattfinden. Damals gab es die Kampagnen Mein Körper ist meine Ehre, die Kampagne gegen die Vergewaltigungskultur, das heißt Kampagnen, die sowohl deutlich machen, mit was für einer Stärke kurdische Frauen sich organisieren und aufstehen, aber eben auch mit was für einer Schwierigkeit an Mentalität sie es zu tun haben in ihrer eigenen Gesellschaft. Und dieses Parallele, das habe ich natürlich auch im Camp kennengelernt. Es war für mich eine sehr eindrucksvolle Schulung, zu sehen, wie umfangreich sich kurdische Frauen organisiert haben im Camp. Also auch von dem, woher das Camp kommt. Das heißt, natürlich geflüchtet aus Nordkurdistan, wie du gerade schon gesagt hattest. Und aufgrund dessen, dass ihre Dörfer zerstört worden sind, das heißt, ihre Existenzgrundlage, ihre Lebensgrundlage, ihre Heimat zerstört worden ist, und dann nach Südkurdistan gekommen sind, eigentlich in der Hoffnung auf Unterstützung, aber eben dort es auch mit einem sehr hierarchischen, unterdrückerischen Regime zu tun hatten, die sich gegen, also viel eben auch das Camp angegriffen haben seitens der KDP, keine Möglichkeiten eröffnet haben den Menschen, die geflüchtet sind, obwohl sie selber Kurden sind. Und dann aber auf der anderen Seite zu sehen, wie aus diesen Zelten in der Wüste mit Skorpionen und Schlangen die Menschen das dann geschafft haben, wirklich ein System der Selbstbestimmung aufzubauen, was in alle Bereiche mit sich rein organisiert, das fand ich sehr eindrucksvoll. Also es war sehr, hat für mich eine sehr große Bedeutung gehabt, dass ich die Zeit haben konnte, dort im Camp Mahmud mit zu verbringen. Im Moment ist ja gerade das Camp auch wieder stark unter Bedrohung. Es ist besetzt jetzt seit mittlerweile fast zwei Monaten, glaube ich. Und das heißt, sie sind tagtäglich... Ist einem Embargo ausgesetzt. Ausgesetzt. Die Leute können nicht raus. Mhm. Es gibt keine Möglichkeiten, zu Ärzten zu gehen. Es haben mittlerweile einige Leute ihr Leben verloren, also einige Menschen ihr Leben verloren. Kinder, Erwachsene, Alte, die nicht zu Ärzten, nicht zu ihren Behandlungen gehen konnten, in die Städte fahren konnten. Und die Politik der Besatzung geht eigentlich, und auch das wahre Gesicht der KDP macht sich darin natürlich sehr deutlich, eben nicht das, was mich an kurdischen Menschen so begeistert, das Mitfühlende, das Menschliche, von kurdischen Menschen auch die Menschlichkeit lernen zu können, egal in welcher eigenen schwierigen Situation sie sind, doch Dinge zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen. Da sieht man eben im Camp Mahmur immer wieder, wie kurdische Menschen aus Nordkurdistan eben doch auch einer Unterdrückung des eigenen Volkes ausgesetzt sind oder einer Repression, kann man sagen. Und da geht es ja weniger um, sag ich mal, um die Kurden untereinander, sondern es geht ja auch um viel mehr, um Ideologisches, um Philosophisches, um Ideelle, die da ja vor allem zwischen den beiden Gruppen stehen. Also es ist ja nicht so, dass der sogenannte Geschwister- oder Brüderkrieg Deutschland, sondern es geht da einfach, dass die eine Seite das eine verteidigt und die andere Seite das andere verteidigt. Ja, natürlich. Es geht im Prinzip auf eine Art und Weise, also die Kernfrage, also das ist auch etwas, was ich erst mit der Zeit natürlich lernen musste. Also dass nicht jeder kurdische Mensch irgendwie ein demokratischer und guter Mensch ist, aber auch, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln, was natürlich für uns als Linke aus Deutschland besonders spannend war, also nicht was Statisches, eine Schwarz-Weiß-Malerei auch in der eigenen Politik vielleicht mitzubekommen, sondern tatsächlich sich gegenseitig die Chance zu geben, in der eigenen Miteinanderorganisierung sich zu entwickeln. Und bei dem Camp geht es ganz klar darum, wie möchten kurdische Menschen leben? Möchten sie gerne in einem demokratischen, föderalen System leben oder möchten sie eben in einer klassischen feudalen Herrschaftsgesellschaft leben, die auch noch eingekauft ist von internationalen Mächten wie der Türkei oder eben auch eine Nähe zur USA oder Verbündete, als die USA als Verbündete sehen. Hast du denn heute noch Kontakt mit Menschen aus dem Camp?
Es gab jetzt vor kurzem ein Appell der Verantwortlichen aus dem Camp, von der Bevölkerung aus dem Camp, einen dringenden Appell, eine humanitäre Katastrophe ist zu erwarten, was du ja schon gesagt hast, ein Embargo ausgesetzt, sprich kaum die Möglichkeit auf medizinische Versorgung, Nahrungsmittelknappheit, Wasserversorgung, Knappheit etc. und so weiter. Das zieht sich ja und dass Menschen schon ihr Leben verloren haben. Ich habe vor kurzem gelesen, dass sogar schwangere Frauen die Kinder nicht gebären konnten, also sprich, dass die Kinder dann halt verstorben sind, noch im Mutterleib. Und hast du da noch Kontakt zu den Menschen? Ich stehe immer wieder im Austausch. Nicht so viel, weil es teilweise auch schwierig war, den Austausch zu haben. Es Schwierigkeiten mit dem Internet gegeben hat im Camp. Einfach auch, ich glaube, teilweise auch aus Sicherheitsgründen sozusagen die Menschen sich dort schützen wollten. Aber es gibt einen Austausch. Ich frage regelmäßig auch nach, wie es ihnen geht. Und sie sagen auch immer, es ist für sie auch wichtig, also dass sie bemerken, dass einfach ihre Freunde sich also melden und fragen, wie einfach die Situation ist im Camp. Natürlich können wir größtenteils die aktuellen Informationen auch aus den Medien bekommen, aber das persönliche Gespräch ist natürlich trotzdem noch sehr wichtig. Die Menschen im Camp hatten ja eh schon jetzt im Frühjahr eine relativ große, also eine recht schwierige Situation, weil es da dort sehr große Regenfälle gegeben hat. Viele, also einige Gebäude eben auch zerstört worden sind. Es gibt eine Stiftung auch im Camp, also das, die Arbeiten verfolge ich natürlich auch. Die Stiftung im Mahmur-Camp ist eine, die tatsächlich auch einen sehr großen Beitrag dazu geleistet hat, dass das Camp sehr stark aufgeblüht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine Grünfläche, einzigartig in der Region. Das ist das Schöne am Camp. Man sieht einfach, wenn man mit einer starken Ideologie, also mit einer starken Freiheitsideologie, wie sie eben in der kurdischen Bewegung vorhanden ist oder wie Abdullah Öcalan sie eben auch vorlebt und denkt, was man aus einem Wüstenort, also wie man aus einem Wüstenort eine Oase machen kann. Und das ist wirklich etwas, was ich im Camp Mahmur sehr schön gesehen habe. Das braucht natürlich Geduld. Es bringt auch viele Opfer mit sich häufig, wobei es einfach die Möglichkeit gibt, mit dieser Ideologie wirklich einen ganzen Ort erblühen zu lassen. Und das ist etwas, was sehr schön ist. Und ich denke, das ist eben auch welchen, die sich dagegen stellen oder die nicht diesen Weg mit einschlagen wollen, für die ist das ein großes Dorn ins Auge, weil es ist eine riesengroße Hoffnung für alle Menschen, die eben Unterdrückung ausgesetzt sind und die sowohl mit Repressionen von Staaten zu tun haben, aber eben auch mit einer repressiven Mentalität zu tun haben, wie einer patriarchalen Vergewaltigungskultur. Ja. Bevor wir nochmal speziell auf eure Stiftung kommen, das Camp Mahmur ist ja ein internationales Geflüchtetencamp, ein UNHCR-Camp richtigerweise. Bis dato ist da ja auch nicht viel passiert, beziehungsweise viel zu hören, zu lesen. Und auch die anderen Institutionen oder auch Staatengemeinschaften haben ja bisher zu diesen Angriffen oder beziehungsweise auch zu dem Embargo geschwiegen. Wie ist das irgendwie zu verstehen? Das ist ja nicht irgendein Camp. Nee, das Verhältnis zum UNHCR im Camp Mahmur ist eigentlich immer schwierig gewesen. Die Details kenne ich jetzt auch nicht so genau. Ich bin ja nicht ein Teil des Camps, aber es ist natürlich für den UNHCR sehr erstaunlich. Also das eine ist, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass die Menschen in einem Flüchtlingscamp sagen, wir möchten uns selber organisieren und wir möchten nicht, dass ihr uns organisiert. Das ist relativ ungewöhnlich. Also das zeigt eben auch diese starke Selbstorganisierungskraft, die eben unter Kurden vorhanden ist, die Befreiungsideologie gut finden.
Und das ist sehr interessant gewesen, weil sie am Anfang eben in den Zelten gewesen sind. Sie haben mir davon berichtet, wie sie das geschafft haben, in dieser wirklich sehr schwierigen Zeit, teilweise auch noch mit einer sehr feudalen Mentalität, dass zum Beispiel Frauen sehr jung verheiratet wurden, dass teilweise sogar Ehrenmorde noch stattgefunden haben, dass einige Männer auch mehrere Frauen hatten, also eine Polygamie gelebt haben, wie sie das eben geschafft haben, dann auch einen Frauenrat aufzubauen, über den Frauenrat auch die gesamte Gesellschaft im Camp verändert haben, aber eben auch eine Lebenskultur aufgebaut haben oder gerade deswegen auch eine Lebenskultur aufgebaut haben, die den Bedürfnissen der Menschen im Camp versucht, eine Antwort zu geben. Das ist etwas, was die Menschen im Camp selber geschafft haben. Der UNHCR hat diese Entwicklungen im Camp, also sowohl bewundert er sie auch sehr stark, weil er eben sieht, was möglich ist, wenn Menschen sich selber organisieren, aber auf der anderen Seite war das natürlich für den UNHCR auch ein Stück weit eine Art von Einflussverlust, bis hin, dass man sagen kann, Machtverlust. Bei den anderen Flüchtlingscamps, die der UNHCR organisiert, die sind halt immer komplett in den Händen des UNHCRs und oder anderen Hilfsorganisationen, und die bestimmen dann im Prinzip, was in dem Camp passiert, was nicht, wer in das Camp darf, wer nicht, wer einen Einfluss auf das Camp haben darf, wer nicht, welche Organisationen sich mit den Camps gemeinsam, also in den Camps arbeiten dürfen, welche nicht. Und da haben eben die Menschen in dem Camp Mahmur gesagt, das möchten wir alles selber bestimmen. Und das ist auch unser gutes Recht. Und mit wem wir Verhandlungen führen oder wer hier ein Projekt durchführt oder wer hier etwas organisiert, das möchten wir gerne selber machen. Weil wir eben auch aufgrund unseren Erfahrungen im Nordkurdistan, also in der Türkei, aber eben auch aus anderen Erfahrungen gelernt haben, dass auch Organisationen ganz oft versuchen, Menschen in Camps für ihre eigenen Interessen auch mit einzusetzen. Und das ist etwas, was wir nicht möchten. So, und das fand ich sehr interessant. Also, aber trotzdem ist es auch so, dass der UNHCR zum Beispiel gesagt hat, dieses Camp hat es tatsächlich geschafft, im Vergleich zu vielen anderen Camps, die wir leiten, ein System aufzubauen, eine Struktur aufzubauen und eine Lebensqualität aufzubauen, die wir kaum in einem anderen Flüchtlingscamp haben, wo wir es eben ganz viel aufgrund der psychischen Situation, aufgrund der schwierigen Lebensbedingungen die Situation haben, dass sehr stark Gewalt herrscht, dass Kriminalität herrscht, dass Menschen umgebracht werden, Frauen umgebracht werden, Frauen häufig auch sehr stark Opfer von Gewalt sind. Und das ist eben im Camp Mahmur gelungen, also hat der UNHCR, ich glaube, vor ungefähr 7 Jahren auch für sich festgestellt, dass es eben in Mahmur gelungen ist, das zu überwinden. Ja, interessant. Das Thema Mahmur wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten aktuell sein. Das Embargo ist ja noch aktuell, beziehungsweise wird ja immer noch weiterhin durchgesetzt. Ja, jetzt kommen wir gerne weiter zu eurer Stiftung. Du sagtest gerade, sie wurde gegründet am 1. September 2014. Mhm. Das heißt, eine sehr kritische Zeit, vor allem wenn man an August 2014 denkt. Den Genozid mit dem versuchten Völkermord an der jesidischen Glaubensgemeinschaft. Mhm. Vor allem waren ja die jungen Frauen und die Mädchen, Frauen allgemein, sehr betroffen. Hat das bei der Gründung eine Rolle gespielt zu der Zeit? Ich meine, viele Jesiden aus Schengal sind ja kurz nach dem Eingriff nach Rojava geflüchtet in das Camp Enderik, in das Camp Nowruz. Mhm. Hat das einen Einfluss gehabt bei der Gründung?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja ganz bewusst auch den 1. September als Gründungstag gewählt, weil wir gesagt haben, es ist notwendig, gegen diese Kriege, gegen diese Übergriffe eine Antwort zu geben. Und das kann eben nur sein, dass es notwendig ist, dass Frauen sich selbst organisieren, früh ihre eigenen Bedürfnisse erkennen und wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass Frauen eben auf ihre eigenen Bedürfnisse auch eine Antwort, also sich organisieren können, um Lösungen zu schaffen. Also das ist sicherlich eine der wichtigsten Gründungs- oder Ideen gewesen, warum die Stiftung gegründet worden ist. Aber es ist, sie ist eben auch gegründet worden, weil sie ganz klar festgestellt hat, rein als politische Struktur ist es natürlich schwierig, eine Antwort auf so große Schwierigkeiten von Menschen in der Flucht, in schwierigen Lebenslagen, unter solchen drohenden Angriffen. Damals waren ja war Schengal nach wie vor noch sehr stark bedroht, aber eben auch Rojava war sehr stark vom IS bedroht. Deswegen war die Situation, dass wir gesagt haben, es muss eine Stiftung gegründet werden oder es müssen Einrichtungen gegründet werden, die sich eben auch zivilgesellschaftlich um die Bevölkerung kümmern und da eben auf die Bedürfnisse der Frauen und Kinder eine Antwort geben. Das war ganz klar der Fokus. Wir haben auch sehr früh angefangen, im Camp Nevros zu arbeiten. Mittlerweile arbeiten wir nicht mehr für die Bevölkerung aus Schengal, weil sich ja mittlerweile eine eigene Stiftung eben auch gegründet hat. Kann ich nochmal dem Frauenrat dazu gratulieren, dass sie das eben auch in Schengal mit aufgebaut haben. Ich denke, es ist ein sehr wichtiger Schritt gewesen und es zeigt sich ja auch jetzt schon, dass sie eben auch dort schon erfolgreiche Arbeiten durchführen. Am Anfang war natürlich wichtig, insbesondere die Frauen aufzufangen bei dem, was sie erlebt haben. Es gab sehr viel Schmerz im Camp Nevros, es gab sehr viel Schmerz von den, also wir haben ja damals vor allen Dingen die Frauen mitbekommen, die eben nach Rojava gekommen sind, über den Korridor und dann im Camp Nevros gewesen sind. Später hatte ich auch die Gelegenheit, einmal nach Schengal zu fahren, aber leider nur sehr kurz. Also deswegen war da mein Eindruck, oder habe ich nicht so umfangreiche Bilder davon. Aber ich kann auch sagen, dass im Vergleich zu vielen anderen Kurdinnen, ich finde, dass gerade die jiddischen Frauen sich sehr in sehr kurzer Zeit unglaublich stark entwickelt haben. Ich denke, weil ihnen einfach sehr deutlich geworden ist, was sie an Verlust erlebt haben, sie auch eine starke Identität haben, eben als jesidische Frauen. Und sie haben es wirklich geschafft, innerhalb von kürzester Zeit eine riesengroße Antwort auch auf diesen Genozid zu geben, indem sie sich selbst organisiert haben, ihre Selbstverteidigungskräfte aufgebaut haben, auch gesagt haben, wir möchten das selber machen, wir möchten selber dafür einstehen, wir möchten uns selber organisieren, wir möchten es lernen, wie wir das machen können und wir werden jetzt unsere eigenen Wege gehen. Mit den Selbstverteidigungen meinst du die Frauenverteidigungseinheiten von Schengal, die jesische? Genau, die sind ja dann später gegründet worden. Am Anfang haben wir natürlich noch mitbekommen, wie zum Beispiel im Camp Nevros auch die ersten Frauen Selbstverteidigung gelernt haben. Okay. Also es sind Gruppen aus dem Camp Nevros zu Selbstverteidigungsschulungen geschickt worden, sodass sie eben Schritt für Schritt lernen können, sich selbst zu verteidigen. Und dann hat ja auch zum Beispiel das Camp auch seine eigene Asaish, also seine eigene Sicherheitskräfte gehabt. Das hat eine sehr, also fand ich, eine sehr eindrucksvolle Wirkung auf die Frauen gehabt, weil sie einfach wussten, dass sie in Zukunft bei den nächsten Angriffen vorbereitet sind und ganz genau wissen, wie sie sich wehren können und wie sie sich auch gegenseitig schützen können. Das war 2014, da haben wir dann, wir haben aber eher kleinere Projekte in dem Camp gemacht. Wir waren damals ja noch sehr jung als Stiftung, hatten auch noch nicht so viele Möglichkeiten selber.
Waren auch von finanziell hatten wir noch nicht so viele Möglichkeiten. Das heißt, wir haben eher versucht, organisatorisch zu unterstützen, mit einem Zelt für Nähmaschinen aufzubauen, Kinderaktivitäten im Camp zu machen, immer sehr eng in Zusammenarbeit mit dem Frauenrat des Campes und des Camps. Und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, die jetzt mehr auf ideelle Art und Weise ist. Also das natürlich dadurch, dass die Stiftung in Schengen gegründet wurde, wir dann vielleicht immer mal wieder auch uns austauschen über Aktivitäten oder Dinge, die passieren, aber eben nicht mehr diese direkte Zusammenarbeit haben. Die Stiftung hat ja in den letzten, fünfjähriges, erstmal am 1. September. Ja. Dazu natürlich alles Beste und alles Gute zu Dankeschön. Dem Fünfjährigen. Der 1. September, Weltfriedenstag. Genau. Bewusst gewählt, wurde ja gerade gesagt. In den letzten 5 Jahren habt ihr ja viel an Projekten etc. durchgeführt. Ihr seid oft unterwegs, um Vorträge zu halten. Ihr habt eine Broschüre rausgebracht. Aber was sind so die Punkte oder die Errungenschaften, die man wirklich hier beim Namen nennen kann? Und was sind denn die Hauptziele dieser Stiftung? Was muss sich die Zuschauerin, der Zuschauer vorstellen, wenn er von dieser Stiftung hört? Wir kennen Stiftungen aus Deutschland, die irgendwie auch natürlich immer einen gewissen Bereich abdecken. Aber hier geht es um eine Stiftung, die nochmal spezieller ist. Ja. Also diese Diskussion haben wir eigentlich am Anfang auch sehr viel geführt. Also sowohl dieser Begriff im Deutschen, Stiftung, klingt ja erstmal sehr bürokratisch und geldorientiert und ein bisschen verstaubt vielleicht auch. Das Wort Waqf im Arabischen, was aus dem Arabischen kommt, hat häufig auch einen religiösen Bezug, also wird eher fast sogar im muslimischen Bereich genutzt. Das sind wie so Gemeindezentren. Mhm. Und wir haben uns dann natürlich Gedanken darüber gemacht, was könnte dann eine revolutionäre Stiftung sein. Also weil wir sind ja auf der Erde von Rojava gegründet worden. Da war natürlich wichtig, auch sich zu überlegen, okay, was kann denn welche Arbeiten könnten wir denn organisieren, die tatsächlich eine revolutionäre Arbeit wäre. Das war das eine. Das zweite ist, dass wir uns auch relativ viel Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir auch verständlich machen, was Stiftung denn ist. Mhm. Der Begriff Waqf, wenn man ihn übersetzt, also ich kann selber kein Arabisch, aber ich habe ihn mir übersetzen lassen, oder wir hatten eben auch viel Diskussion darum, bedeutet im Prinzip ein Ort, an dem du bist und den du erblühen lässt. Ah, okay. Oder den du ergrünen lässt. Mhm. Das heißt, das passte natürlich sehr gut zu uns als Begrifflichkeit. Ja. Und wir haben dann überlegt, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen NGOs, es war natürlich auch die Frage, wie handelt man als zivilgesellschaftliche Organisation, dass wir im Prinzip das machen möchten, was wir als Wichtigstes finden, und zwar eine direkte Antwort auf die Bedürfnisse der Frauen zu geben. Mhm. Wir haben dann am Anfang erstmal in Kamschlu gearbeitet. Kamschlu ist eigentlich immer so ein bisschen unser Labor. Okay. Dort entwickeln wir alle Projekte und geben die dann eben auch weiter an andere Orte und liegt andere auch wahrscheinlich, Städte. Also Kamschlu ist ja... Die Gegebenheiten sind wahrscheinlich vorhanden. Ne? Es ist eine ganz bunte Stadt, ein Mosaik an Glaubens-, Religionsgemeinschaften, an Bevölkerungsgruppen. Mm. Wahrscheinlich inspiriert das Ganze ja auch so ein bisschen. Das auch, aber damals war ja auch noch die Situation so, dass es noch nicht möglich war, in besonders viele andere Städte zu gehen. Das heißt, als die Stiftung gegründet wurde, ist sie eben auch bewusst in Kamschlu gegründet worden, weil es eben ein sicherer Ort war. Sedekani stand damals im Krieg noch, Tiltemme stand im Krieg, also ist ja auch, die Menschen aus Tiltemme sind alle vertrieben worden. Das heißt, es gab nicht so viele Orte, wo man auch eine Stiftung gründen konnte. Deswegen haben sich damals die Gründerin, also ich bin selber keine Gründerin, aber haben sich die Gründerin eben auch für Kamischlo entschieden. Okay.
Aber klar, also gerade die Multiethnizität, die macht auch was aus und die bereichert eben auch die Stiftung sehr stark. Wir haben dann Umfragen gemacht, also damals war ich dabei. Das heißt, wir sind wirklich von Tür zu Tür gegangen in verschiedenen Stadtteilen, um die Frauen zu befragen. Also zum einen das Konzept von Stiftung vorzustellen und aber eben auch die Frauen zu befragen, was brauchen sie denn, was sind ihre Bedürfnisse, was würden sie gerne machen. Viele haben eben damals gesagt, sie würden gerne aktiv werden, sie würden gerne aus dem Haus gehen, sie würden gerne was arbeiten, sie würden gerne, also haben auch ökonomische Probleme, möchten aber auch ein Teil dieser Revolution sein. Und dann haben wir erstmal, damit die Frauen überhaupt die Möglichkeit dazu hatten, haben wir Kindergärten angefangen aufzubauen. Okay. Also damit es einfach eine Kinderbetreuung gibt. Das war auch ein wichtiges Anliegen. Sie haben gesagt, wir möchten eigentlich eine Betreuung von unseren Kindern, die zuverlässig ist. Also wo wir einfach das Gefühl haben, unsere Kinder sind in der Zeit auch sicher. Mhm. Auch für den Weg zum Kindergarten, dass sie sicher sind. Dafür haben wir extra kleine Busse angeschafft, damit die Kinder von zu Hause abgeholt werden und dann in den Kindergarten gehen. Dann haben die Frauen gesagt, es bedarf einer kostenlosen Gesundheitsversorgung. Wir haben dann angefangen, Gesundheitszentren aufzubauen. Und so haben wir eben Schritt für Schritt die Arbeiten aufgebaut. Und das eine ist natürlich, dass wir über die Projekte, die wir gemacht haben, für Frauen, also Frauen die Möglichkeit gegeben haben, aktiv zu werden, sich selber einzubringen, in den Projekten mitzuarbeiten, mitzuwirken, sie mitzugestalten, mitzudiskutieren, wie wir sie verbessern können. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ein wichtiger Schwerpunkt, den wir gemacht haben, ist immer gewesen, die Frauen auch weiterzubilden. Also das heißt, wir haben Gesundheitszentren aufgebaut, wir haben die Kindergärten aufgebaut, aber parallel dazu haben wir eben auch Ausbildungen organisiert. Und ich denke, das ist tatsächlich vielleicht der größte Erfolg von uns als Stiftung, weil wir ganz massiv gegen diese strukturelle Gewalt von Frauen gearbeitet haben. Also das heißt, Frauen, die keinen Zugang zu Schulen hatten oder eben nicht in staatlichen, also in syrischen Schulen Arabisch lernen wollten, sondern ihre Muttersprache lernen wollten oder die eben sehr früh verheiratet wurden oder die, weil die Familie nicht das Geld dazu hatte, mitarbeiten mussten in den Familien. Diese ganzen Frauen hatten über uns die Möglichkeit oder haben auch immer noch über uns die Möglichkeit, eben sich weiterzubilden und sich zu professionalisieren in bestimmten Fachbereichen. Ein großer Bereich, also das sind im Prinzip auch die zwei größten Bereiche, die wir haben, also sowohl dieser Kindergartenbereich als auch der Gesundheitsbereich. Eine weitere strukturelle Veränderung, ich denke, das ist auch etwas sehr Wichtiges, also was zum Beispiel auch einhergeht mit der Revolution insgesamt in Rojava. Wir haben angefangen, also wir haben diese Gesundheitsarbeit eigentlich in verschiedenen Phasen aufgebaut. Ja. Das erste war, dass wir so Seminare gemacht haben in den Stadtteilen und diese Seminare zu verschiedenen Bereichen, also Lungengesundheit, Knochen, also Skelettknochen, wie ist das aufgebaut, was kann damit passieren, was gibt es da für Krankheiten zu, was macht man bei einem Bruch, also solche Fragen zu den ganzen Innereien, zu Herzleiden, zu Nierenleiden, also Herz- und Nierenleiden sind ja auch klassische Krankheiten, die aufgrund von großem Stress wie Kriegssituationen sich vermehren in der Bevölkerung. Wie nennt man das, Zuckerkrankheit, also Diabetes. Genau. Das sind zum Beispiel die Arbeiten, die wir am Anfang gemacht haben, um einfach auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung oder ein Wissen in der Bevölkerung oder unter den Frauen zu teilen und damit eben die Frauen auch, also im Prinzip eine Situation von Sicherheit zu schaffen, weil dadurch, dass sie dieses Wissen über Gesundheit sich Stück für Stück aneignen konnten, wussten sie auch besser über sich und ihren eigenen Körper Bescheid. Und das war natürlich etwas sehr Wichtiges. Gynäkologische Seminare haben wir natürlich gemacht. Und das ist eine sehr umfangreiche Arbeit gewesen, mit der wir angefangen haben. Der zweite Schritt war dann,
dass wir Gesundheitsmitarbeiterinnen ausgebildet haben. Wir hatten das Glück, relativ am Anfang, also seit 2015 schon, von den katholischen Frauen Deutschlands bis zum Trier gefördert zu werden, die unsere kommunale Gesundheitsarbeit unterstützt haben. Und wir haben mehrere tausend Frauen ausgebildet. Erstmal, also es ist ein bisschen erweiterter Erste-Hilfe-Kurs. Ja. Deswegen nennen wir das Gesundheitsmitarbeiterin. Also Frauen, die gelernt haben, am Anfang war natürlich wichtig, was passiert, wenn ein Anschlag passiert, wenn der Krieg kommt, wenn wir überfallen werden, wenn... Also diese Themen, wie kann ich Brandwunden behandeln, Brüche behandeln, bei Unfällen die Menschen versorgen, eine Schusswunde versorgen und so weiter und so weiter, damit die Menschen versorgt sind, bis sie dann halt ins Krankenhaus kommen. Aber eben auch gleichzeitig einhergehend damit eben die, das Leben mit Diabetes, das Leben mit einem Nierenleiden, das Leben mit jeder anderen Art von Krankheit eben auch. Und das führte dazu, dass dadurch, dass wir sehr viele Frauen ausgebildet haben, die Frauen im Prinzip die Fachkenntnisse in ihrem eigenen Stadtteil, also in ihren Kommunen, hatten und dadurch sich auch das Verhältnis vorher von eben jemand zu sein, die abhängig ist von Ärzten, von Krankenschwestern, die kein Geld hat, ins Krankenhaus zu gehen, wirklich auch große Sorge hat um ihre Familienangehörige, um sich selber und in dieser Kriegssituation, dass diese Frauen Stück für Stück an einer unglaublichen Stärke gewonnen haben und jetzt im Prinzip diejenigen sind, die in ihren Gesundheitskommissionen tatsächlich das schaffen, ihrer Kommune, ihrem Umfeld auch direkt zu helfen oder zumindest eine Ersthilfe zu bieten und zu sagen, das erkenne ich, das ist Diabetes, da musst du nicht zum Arzt, das ist da und da wichtig. Oder wenn eine zum Arzt gegangen ist und der Arzt gesagt hat, sie braucht halt regelmäßig das und das und das, zum Beispiel eine Infusion oder wie auch immer, dann können die Gesundheitsmitarbeiterinnen helfen. Also das heißt, wir haben ein System aufgebaut, was erstmal eine Erstversorgung, eine dringende Erstversorgung garantiert. Und das ist... hat das Verhältnis in der Gesellschaft zwischen den Frauen und dem sehr zentrierten, auf Ärzte fokussierten Gesundheitssystem, hat eine andere Balance geschafft, können wir sagen. Natürlich möchten wir auch gerne, dass es einfach noch mehr Ärztinnen gibt, dass es noch mehr Krankenschwestern gibt und so weiter, aber das war schon mal auf jeden Fall ein sehr großer erster Schritt. Und er hat vor allen Dingen auch die Ärzte entlastet, weil das Problem gerade 2014, 15, 16 und auch 17 noch war, dass viele von den, also dass relativ viele Arztfamilien tatsächlich auch Rojava verlassen hatten. Es gab einige wenige Ärzte und die sind natürlich mit der Arbeit nicht hinterhergekommen und wussten auch wirklich nicht, wo ihnen der Kopf steht. Das heißt, sie waren unglaublich belastet. Zudem sind in der Zeit die Preise sehr stark angestiegen, das heißt, die Arztkosten konnten auch nicht von allen übernommen werden. Deswegen eben auch teilweise die Menschen ihr Leben verloren haben oder sich die Krankheitszustände verschlechtert haben. Es gab damals keine Medikamente, weil das Embargo so stark war. Das heißt, das ist eine sehr umfangreiche Arbeit gewesen, um tatsächlich auch von dieser akuten Versorgung eine präventive Arbeit aufzubauen. Das war sehr wichtig. Dann der nächste Schritt war, dass wir Gesundheitszentren aufgebaut haben. Also wir haben jetzt drei Gesundheitszentren im Moment. Eins in Kamischloh, eins in Sedekani und eins in Tepka. Das ist ein Dorf in der Nähe von Dedik. Kann sein, dass ich es falsch ausspreche, aber ich kriege die Stadt und das Dorf von der Aussprache unterschiedlich. Also sind unterschiedlich, aber es ist ein Dorf in der Nähe von Dedik. Da haben wir Gesundheitszentren aufgebaut und haben jetzt diesen Jahres auch die erste Ausbildung als Krankenschwester gemacht, das dann in Kobani. Dort haben wir ein Frauenbildungszentrum aufgebaut, wo wir eben jetzt eine Ausbildungsarbeit anfangen konnten, wo es einfach einen Schritt weiter schon geht. Du hast ja gerade gesagt, dass während der Zeit oder am Anfang
es Mangel an Medikamenten gab und die Ärzte auch sehr überlastet waren. Ich habe irgendwo mal gelesen, ihr habt auch auf Naturheilkunde etc. gesetzt. Das war auch ein Punkt, den ihr da für alternative Möglichkeiten der medizinischen Versorgung. Mhm. Genau, also mit diesem Gedanken, was kann denn eine revolutionäre Stiftung leisten? Also was ist der Unterschied? Das eine ist natürlich der Bedarf der Bevölkerung, der vorhanden ist. Wie können wir darauf eine Antwort geben? Aber das zweite ist eben auch, wie kann die Bevölkerung eine Selbstversorgung organisieren? Und gerade in Bezug auf Medikamente ist unbedingt eine Selbstversorgung notwendig, ganz klar, weil die Medikamente kommen aus westlichen Ländern, es gibt ein sehr starkes Embargo, dadurch gibt es eine sehr große Abhängigkeit von externen Märkten. Es gab auch die Schwierigkeit, dass zum Beispiel die, also an sich sind die Medikamente in Syrien, die in Syrien selbst hergestellt werden, auch gut, also von der Qualität her auch nicht unbedingt schlecht. Aber es gab ja eben auch diesen IS-Gürtel, durch die es eben nicht möglich war, Medikamente dann nach Rojava reinzubringen. Und deswegen arbeiten wir seit einiger Zeit mit Frauen zusammen, die tatsächlich Naturheilkunde gelernt haben, noch von ihren Müttern, von ihren Omas, also auch in der matriarchalen Linie sozusagen weitergegeben worden sind. Das ist eine, wir haben letztes Jahr auch unser erstes Naturheilzentrum aufgebaut. Wirklich auch eine schöne Arbeit, die da entsteht. Das ist etwas, was nicht nur wir machen, sondern diese Recherchearbeit wird ja auch vom Genealogiekomitee organisiert und ist im Prinzip auch eine Recherchearbeit, die wir wirklich sehr umfangreich machen müssen. Weil eigentlich gibt es jedes Medikament in der Natur, also jede Medizin gibt es in der Natur. Und insofern wäre es natürlich, ist es einfach notwendig, da die Erfahrungen zu erweitern, zu gucken, welche Erfahrungen gibt es. Und das ist eine Arbeit, die wir jetzt sehr stark voranbringen wollen. Ist übrigens eine Internationalistin, die das auch immer sehr stark mit auf die Tagesordnung gesetzt hat. Uta Schneiderbanger, die ja eine Deutsche gewesen ist und die ihr Leben aufgrund eines Verkehrsunfalls verloren hat, die selber auch Heilkundlerin war, also kannte sich einfach mit Heilkräutern aus. Und die hat damals ein Projekt gemacht, das fand ich sehr schön, das hat mich sehr begeistert. Das ist eines der Projekte gewesen, die ich als erstes damals auch beim Frauenrat in Hamburg kennengelernt habe. Sie hat ältere Frauen zusammengebracht und hat sie danach befragt, wie sie in ihren Dörfern behandelt haben, Kranke behandelt haben. Und hat dieses Wissen eben zusammengesammelt und das ist dann später eben auch von der Frauenbewegung aufgenommen worden und immer weitergeführt worden. Und wir führen das eben auch so in Rojava weiter. Wir sprechen die ganze Zeit über die Arbeiten der Stiftung in Rojava. Klar, ist ja auch eine dort gegründete und auch für Rojava. Aber ihr seid ja die Europavertretung dieser Stiftung. Was bedeutet Europavertretung dieser Stiftung? Was sind denn eure hauptsächlichen Arbeiten hier aus Europa heraus für die Stiftung? Na, uns ging es eigentlich immer darum, also oder warum wir uns dazu entschieden haben, eben tatsächlich auch in Europa stärker die Arbeiten aufzubauen und nicht nur direkt immer von Rojava aus die Arbeiten zu machen, war zu sagen, wenn wir tatsächlich eine Alternative aufbauen wollen in Rojava, ist es auch wichtig und wertvoll von den ganzen Erfahrungen, die Menschen auf der Suche nach einer Alternativen zu kapitalistischer Ausbeutung, zum kapitalistischen System, dass sie diese eben auch einbringen können in Rojava. Mhm. Und das war eigentlich unser Anliegen, zu sagen, wir möchten gerne eben auch in Europa arbeiten. Menschen, die Interesse haben, danach zu suchen, wie zum Beispiel ein alternatives Gesundheitssystem aufgebaut werden kann, Menschen, die Interesse danach haben, zu suchen, wie eine alternative Pädagogik aussehen kann, also
die eben nicht staatlich organisiert ist, mhm. sondern die nach einem freiheitlichen Konzept oder nach einer Freiheitsidee organisiert ist, die alle Menschen Mensch sein lässt, also sowohl Frauen als Menschen, Kinder als mhm. Menschen, Männer als Menschen, also das heißt, die tatsächlich auf dieser Suche auch sind, diesen freiheitlichen Gedanken mit sich zu führen. Und das ist was, was wir eben versuchen, hier ganz viel zu machen. Also Diskussionen anzustoßen aus den Erfahrungen von Kämpfen, die es eben auch hier in Europa gibt, zu lernen und die dann nach Rojava zu tragen. Aus den Erfahrungen, die es eben auch mit mit Projekten gibt von Frauenverteidigung. Es gibt feministische Mädchenschulen, die hier aufgebaut worden sind. Es gibt viele Menschen, die sich eben zu Pädagogik Gedanken machen. Da arbeiten wir halt sehr viel dran. Wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe auch gegründet, die ist eigentlich aus den Delegationen entstanden, die immer mal wieder nach Rojava gefahren sind, wo einfach deutlich geworden ist, es gibt ein Schulsystem, es gibt ein Kindergartensystem, auch wir haben unsere Kindergärten aufgebaut, aber inwiefern sind diese Kinder, also inwiefern reproduzieren wir in diesen Kindergärten eigentlich die Gesellschaft? Oder inwiefern schaffen wir das in den Kindergärten unter Einladung der Eltern, eine alternative Gesellschaft auch anzustreben und die hierarchischen Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern zu überwinden, die Denkweise von klassischen Männern- und Frauenrollen zu überwinden, eben Kindern auch die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entwickeln, trotz Krieg, trotz Schwierigkeiten, aber dass sie ihre eigenen Begabungen entdecken, ihre eigenen Fähigkeiten entdecken, entfalten können, entwickeln können und so eben auch aufwachsen können. Das ist natürlich eine Sache, die sehr schön ist oder wo wir vielleicht große Träume haben, aber ich denke, sind eben auch die Träume der Kinder in Rojava genauso leben zu können und mit ihrer Identität sich von klein auf an auch so entwickeln zu können, dass sie auch das werden können, was sie eigentlich sind. Also das heißt, sich ganz entfalten können in ihren Persönlichkeiten, in ihren Begabungen, in ihren Fähigkeiten als Menschen. Das denken wir ist halt was Wichtiges. Und diese Brücken versuchen wir immer wieder zu schlagen. Das heißt, wir haben jetzt diese Arbeitsgruppe zum Beispiel. Dazu hat es sowas wie ein Arbeitswochenende gegeben, wo wir sowohl aus Rojava, aus den Erfahrungen auch der kurdischen Bewegung insgesamt lernen, die Arbeit zu Kindern, Aufbau von Schulen, alternatives Lehrmaterial, alternative Lernmethoden, aber dann auf der anderen Seite eben auch zu gucken, wie können wir vielleicht von hier lernen, wie holt einem das System auch immer wieder ein bei schönen Projekten, die wir aufbauen. Wie schaffen wir das zum Beispiel mit der alternativen Ökonomie? Auch ökonomisch müssen wir eine Alternative aufbauen. Wie können wir das schaffen, eine ökonomische Unabhängigkeit zu gestalten? Also das sind halt Projekte, die wir machen. Ein schönes Beispiel dazu. Haben wir noch Zeit? Wir sind ziemlich eng in der Zeit. Okay. Klar, gerne noch kurz. Ein schönes Beispiel dazu ist, dass Kesko Soda Alane Kobani. Das ist auch ein sehr wichtiges Projekt, deswegen würde ich es gerne noch kurz erwähnen. Es ist ein Projekt, wo wir, wo die Kinder, die ohne Eltern geblieben sind, in Kobani, wir sie aufnehmen wollten und deswegen eine Art Waisenhaus gebaut haben. Wir da natürlich einen riesen Bau hingestellt haben, auch mit Unterstützung von vielen Freunden aus und Partnerorganisationen aus Europa. Aber auf der anderen Seite eben auch, als der Bau fertig war und wir angefangen haben mit den Arbeiten, eine kontinuierliche Entwicklung, was bedarf es für die Kinder für eine Betreuung, wie können wir sie psychologisch unterstützen. Einige Kinder haben gesehen, wie ihre Eltern während des Krieges vor ihren Augen umgebracht worden sind.
Das heißt, es gibt eine sehr umfangreiche Arbeit auch da, die wir aufbauen. Und das passiert zum Beispiel auch mit einer Partnerorganisation aus Deutschland gemeinsam, wo wir immer wieder einfach überlegen, wie können wir, also was brauchen die Betreuerinnen, was brauchen die Kinder, also was brauchen die Kinder, was brauchen dafür die Betreuerinnen, damit sie den Kindern eine Antwort geben können und wie können wir dann die Arbeiten organisieren. Das hört sich alles wirklich sehr, sehr, sehr interessant an. Ja. Und wahrscheinlich noch ganz, ganz viel dazu zu erzählen, aber diejenigen, die uns jetzt heute zugeschaut haben und das nachher auch im Internet verfolgen, wie können die auf euch zukommen? Jetzt am Ende unserer Sendung vielleicht noch mal ein paar Informationen. Ihr seid wahrscheinlich vertreten im Internet, telefonisch erreichbar, E-Mail erreichbar, dass man das vielleicht noch mal kurz nennt. Und dann ja, wir sind auf jeden Fall online erreichbar. Also wir haben noch keine Internetseite. Aber wir haben auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse, das ist wjar2014int@gmail.com. Und über die können wir jederzeit, also sind wir jederzeit erreichbar. Und uns freut natürlich einfach Menschen, die Lust haben, ihre Fähigkeiten, ihre Begabungen einzubringen, Lust haben auf eben genau solche Kooperationsprojekte, hier nach einer, auf eine Alternative zu überlegen, dort nach einer Alternative zu überlegen, da miteinander zu arbeiten, Ideen sprühen zu lassen und zu gucken, was man eben alles aufbauen kann. Da freuen wir uns sehr über Kontakte. Dankeschön. Auch Spenden sind erwünscht. Gerne. Dann, du verstehst Kurdisch. Geleki spasish buhatnate, lserna ve saziawe. Großen Dank an dich, Maike Nack, als Vertreterin der Europavertretung der Stiftung Frauen, der Freien Frauen in Rojava. Sehr interessant, informativ. Diejenigen, die Interesse haben, können euch kontaktieren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch an euch einen großen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Habt ihr Interesse an dieser Stiftung, an der Mitwirkung, euer Wissen, eure Fähigkeiten mit einzubringen, könnt ihr gerne die Stiftung kontaktieren unter der angegebenen E-Mail-Adresse, aber auch uns kontaktieren, damit wir die Kontakte weiterleiten. Euch weiterhin viel Kraft und viel Menschlichkeit und vor allem einen schönen Abend noch. Ihr Warbasch.